Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Red Faction. Wir mussten in der letzten Folge leider mal wieder so ein bisschen suchen. Erfolgslos habe ich dann die Folge vorzeitig beendet. 12, 13 Minuten, sorry dafür. Aber dann wiederum auf der anderen Seite gab es ja auch sehr, sehr viele Folgen, die länger als 20 Minuten gingen. Gleicht sich ja alles aus. Ja, lustigerweise hat der Longplayer auch selber nachschauen müssen. Das ist so lustig. Du musst dein eigenes Let's Play... Hier geht es übrigens weiter. Sorry. Ich dachte, ich bin halt Rambo und nicht Nathan Drake. Ja, das kann mal passieren, kann mal tatsächlich passieren. Das Ding ist, ich wusste ja, ich habe euch ja gesagt, ja, wahrscheinlich muss ich da irgendwie so und so hoch. Gut, ich habe jetzt nicht gesehen, wie er das gemacht hat. Ich habe dann direkt das Video wieder gestoppt, deswegen bin mal gespannt, weil da in der Mitte kann man ja fallen, ne? Ja, das ist jetzt tatsächlich unnötig kompliziert, würde ich meinen. Und zumal das ist ja wirklich... riskant. Dann werde ich hier, glaube ich, sicherheitshalber nochmal speichern. Ich musste meine eigene Aufnahme beenden und im Internet nachschauen und der Typ, bei dem ich nachgeschaut hatte, musste selber nachschauen. Das ist ja die Kette des Nachschauens. Was sagt uns das? Das Spiel ist behindert, ja, tatsächlich. Es ist nicht das erste Mal, dass sowas passiert. Parker, one of my squads is pinned down inside the ventilation system. Can you help them out? Eine ihrer Truppen wurde angepinnt, so sexuell vielleicht. Vielleicht stehen die ja drauf. Ja, wir heißen übrigens Parker. There's a route past the old rock crusher that should get you to the power plant, Parker. Scheinbar Peter Parker. Sie sagen es mittlerweile sehr, sehr oft, ne? Vielleicht soll ich mir was darauf einbilden. Vielleicht wollen sie mich ja darauf hinweisen, dass ich eigentlich Spider-Man bin. Parker, I've lost touch with everyone else up there. I think you're all we have left. Und das macht ja gar keinen Sinn, dann dementsprechend, wenn man Spinnenkräfte hat, sowas hier zu machen. Ja, sie hat Kontakt mit all ihren Truppen verloren und scheinbar sind wir... Until the power's cut to Ultra's monitoring systems, they know every move we make. We're getting mowed down. I hope you can do it, Parker. Ja, wir sind scheinbar die letzte Rettung hier und der Feind weiß, was wir tun und du bist unsere einzige Hoffnung und so. Ja, dann tut mir doch... War da noch irgendwo einer? Da oben. Dann tut mir doch einfach mal den Gefallen. Okay, jetzt habe ich ihn. Und haltet verfickte Scheiße nochmal euer Maul. Junge, Junge, Junge. Ja, solche Szenen im Spiel mag ich nicht, muss ich sagen. Gerade so, dass... Ja, auf der anderen Seite, doch, es hat schon was, dieses Belagertsein. Aber irgendwie, wenn man nicht hundertprozentig weiß, von wo die Leute schießen und so, ein bisschen doof, ne? Aber naja. Wir haben es ja geschafft und versuchen jetzt mal hier wieder unser Glück. Ja, mittlerweile haben sie es mit den Leitern scheinbar. Wäre ja auch alles okay, wenn es denn immer funktionieren würde. Ich meine, gut, bisher hatten wir keinen total... Ui, da geht's richtig tief runter. Das ist ja... Da kriegt man ja schon, schon fast Höhenangst. Höhlenangst hätte ich jetzt fast gesagt. Naja, wir sind ja auch schon eine Weile in einer Höhle. Beziehungsweise muss ich jetzt da lang, ne? Ja, also Totalausfall hatten wir ja bisher noch nicht mit den Leitern, also ganz am Anfang, okay. Aber das waren dann halt so die ersten Leitern, von daher. Mehrzahl von Leitern? Kann man glaube ich machen, würde ich sagen. War da nicht gerade jemand oder habe ich mir das eingebildet? So, Halt! Ja, ich höre Schüsse. Ist da unten? Ne, da. Ist das ein Weißer? Also, im Sinne von Medic. Nicht das, was ihr jetzt denkt. Naja, da werden wir wahrscheinlich auch ein paar haben. Warte mal, ich mach mal das hier. Naja, jetzt Maul. So, er hat Au gesagt. Danke fürs Feedback. Danke fürs, das ist sehr, sehr schön. Die Leute geben mir hier, wow, mehr Feedback als auf YouTube. Sie sagen mir, wenn sie sterben. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, was ich hier tue. Ja, ich meine, was soll ich sonst tun? Auf der anderen Seite... Oh, shit. Nee, das ist identisch und das ist symmetrisch. Wollte gerade sagen, auf der anderen Seite hätte es mehr Sinn gemacht. Nee, das ist okay, aber... irgendwie... ich bin nicht zufrieden mit der Situation. Warte mal, hier runter? Nee, was... Was ist das? Ist hier irgendwo ein Schalter oder so? Nee. Gut, dann... Nee, warte, ich soll die... Ich weiß nicht, ob ich hier speichern soll, oder? Das ist richtig tief, Mann. Oh, kannst du irgendwie so...
Spagatmäßig oder so, versuch dich einfach. Du hast mir ja bewiesen, du willst hier Nathan Drake sein, oder? Okay. Also die Ventilation Dingsbums sollte dich zu den Minern bringen, ja, Jingling Ming, die ich gesehen habe, irgendwie sowas. Man hat doch keine Zeit zum Lesen und bla, und ich, ja, ich bin immer noch gerade dabei, den Schaden, den gezwungenen Schaden zu verarbeiten. Was ist, wäre dann jetzt, wenn ich nur 10 HP gehabt hätte oder so? Boah, das hättet ihr dann meinem Anwalt erklären müssen, ey. Denn ich hätte so ein heftiges Traumata davon tragen müssen, dass hätte ich da rausspringen sollen. Dass ich dann, ich hätte euch verklagen müssen und dann hättet ihr für den Rest meines Lebens psychologisches Schmerzensgeld zahlen müssen. Ihr lacht jetzt vielleicht, aber das soll wohl möglich sein. Das wollte meine Lehrerin mit mir machen. Die Geschichte wäre jetzt zu lang, um sie euch zu erzählen, aber ja, im Endeffekt, also es gab einfach Stress und ich wurde ungerecht behandelt. Also gut, ich kann es ja doch machen, aber vorher lasst uns mal gucken, ob ich den Weg finde. Oder vielleicht sollte ich einfach, Sinn und Zweck war wahrscheinlich einfach runterzukommen. Es ging einfach darum, dass die Sitzordnung verändert wurde, weil Leute gequatscht haben und irgendwie, aber die Lehrerin hatte quasi nicht die Eier, nur die umzusetzen, die gestört haben. Sie hat einfach alle umgesetzt, damit man ihr nichts anhängen kann. Und das hatte dann zur Folge, dass... Nee, ich check's ehrlich gesagt nicht. Muss ich jetzt wieder nachgucken, Auschwitz? Fix, Wixgeburten, Arschpimmelspiel? Wo ist der denn jetzt überhaupt da lang gefahren? Mal gucken, was passiert, wenn ich das wieder aktiviere. Das hatte halt zur Folge, dass so Leute wie ich, die ganz hinten saßen, nach ganz vorne geschickt wurden. Da habe ich mich halt drüber aufgeregt. Ich meine, das ist sorry, aber ich bin einer der Besten. Und das war nicht so dahergesagt. Ich hatte wirklich eine... Ich war einer der wenigen, der gute Noten da geschrieben hatte in dem Fach. Das sehe ich nicht ein. Und dann hat sie sich drüber lustig gemacht und hat mich dann vor der Klasse so bloßgestellt. Ach ja, der Marco. Und ach, jetzt heult der rum, weil man ihn umsetzen mag und so weiter. Und dann habe ich ihr halt eine E-Mail geschrieben und habe ihr halt gesagt, dass ich das nicht verstehe, dass das behindert ist und so weiter. Ja, meine Klassenkameraden sind behindert, aber was kann ich jetzt dafür? Ich kann ja auch nicht dafür, dass meine Klassenkameraden nur dafür gut sind. Die könnte man... Was ist das jetzt hier wieder? Die könnte man vielleicht notgedrungen zu ISIS schicken und Allahu Akbar machen lassen oder so. Also das war ja 2014, 15, das war die ISIS, die Blütezeit der ISIS. Und naja, und das fanden sie dann nicht so geil. Und Moment, Leute, es tut mir leid, ich verstehe das, warum macht das Spiel das? Also pass auf, ich drücke jetzt hier rauf. Und dann fahre ich mit dem Ding, okay? Vielleicht hat sich ja dann irgendwas okay. Ja. Aber es... Naja, was auch immer. Ich bin dann aber... Also ich hatte ihr die E-Mail geschrieben, bin dann die nächsten ein, zwei Wochen ganz normal weiter zur Schule gegangen. Das Ding war... Hab mich dann noch ganz normal verhalten, ne? Also... Und ich hatte auch vorher mit ihr keine Probleme. Wir hatten uns gut verstanden, ja? Und dann hat sie nach ein, zwei Wochen die E-Mail gelesen und dann wurde ich... für einige Wochen aus ihrem Unterricht suspendiert, mit der Begründung, dass sie der Meinung wäre, ich sei eine Gefahr für sie und meine Klassenkameraden. Und dann später habe ich die Direktorin dann irgendwann mal im Flur getroffen und ich meine, sie wollte irgendwas von mir und ich habe dann so direkt abwertend, leicht aggressiv reagiert und meinte, ja, sie wollen jetzt bestimmt nochmal über die Problematik mit der Lehrerin reden und so weiter. Und dann meinte sie, sie weiß gar nicht, wovon ich rede. Und jedenfalls, ich habe ihr dann erklärt, was passiert ist. Und sie hat dann von sich aus mit der Lehrerin gesprochen und hat dann einige Tage später, hat sie dann nochmal mit mir gesprochen. Und hat gesagt, es ist gut, dass du mich informiert hast und so weiter. Die Lehrerin hatte nämlich vor Gericht zu gehen. Und dann hätte es darauf hinauslaufen können, dass du dann halt... Sie wollte das so darstellen, als wäre sie jetzt... Die war ja da schon irgendwie 50 oder so. Als hätte... Hast du mich jetzt zurückbefördert? Als, hätte die Situation, die E-Mail, die ich ihr geschickt habe, als hätte sie das so traumatisiert, dass sie nicht mehr in der Lage wäre zu arbeiten und sie wollte quasi Frührente kriegen und ich hätte das bezahlen müssen, diese psychischen Schäden,
die sie ja angeblich davon getragen hat und so weiter. Naja. So, tut mir leid, Leute, das war ist jetzt wieder hier. Ich verstehe. Moment. Bin ich nicht da durch? Was habe ich getan? Ja, das wollte ich doch tun. Vielleicht da. Ich dachte wahrscheinlich gerade beim Reden, ich hätte es getan. Es tut mir leid. Aber vielleicht hat euch die Geschichte interessiert. Aber wenn ihr euch gerade so dachtet, Moment, was zum Fick, ja. Das ist tatsächlich Alltag bei mir gewesen. Also das ist jetzt, oder bin ich zurückgefahren? Eines der vielen Geschichten, die mir einfach passiert sind. Wirklich total utopisch. Ey, Leute, kann es sein, dass ich. Ich check's doch nicht. Ich glaube, das war der Rückweg. Oh Gott, oh Gott. Ja. Ich weiß nicht, wieso man sowas tut. Aber ne, das ist einfach so, man. Wobei, das ist ja Anfang der 2000er. Heutzutage, ich sag ja gut und gerne bei Neuzeitspielen, das hat man. Sowas hat man implementiert, weil man Angst hatte, der Spieler könnte sich langweilen oder so. So ADHS-Schutz. Aber das brauche ich ja jetzt nicht. Also, das ist der Rückweg. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt dasselbe, nur irgendwie anders. Ja, ich hätte mich wahrscheinlich besser umschauen müssen. Tut mir leid. Ja. Naja. Wie gesagt, in meinen alten Videos und so weiter, das ist wirklich, da findet ihr weitere solcher Geschichten. Also mittlerweile gehe ich natürlich nicht mehr zur Schule, deswegen kann ich keine neuen Geschichten mehr erzählen. Aber die alten sind natürlich so gut, dass ich sie alle 3-4 Jahre mal ansprechen kann, weil die so ultra fucking utopisch natürlich sind. Da ist ein Rohr. Ah ja, ja, das kann natürlich, das könnte sein. Also, ja, das heißt, ich sollte gar nicht mit dem Ding fahren, sondern einfach davon abspringen, ja. Ne, tut mir leid, Orientierung und so weiter. Was sagt die Uhr? Ja, okay. Ja, ich hab's geahnt, So, da geht mein Leben dahin. Das ist so total unnötig, Mann. Aber warte, ich befürchte. Ja doch, das passt eigentlich. Es ist halt nur behindert gebaut, sage ich mal. Lass mich doch da jetzt einfach rein, genau. Guckt, seht ihr, es funktioniert auch nicht so gut. So. Junge. Moment, das ist ja auch nicht richtig. Was? Also doch mit dem Teil fahren, aber ich weiß dann halt nicht, wohin. Ja, sorry, da hatte ich gerade einen Hustenanfall. Gut, ich hätte es nicht sagen müssen, aber ja doch, man hört es ja. Oh, das, was passiert? Ich bin gerade total überfordert. Ich gebe es ja zu, Leute. Ich kann es ja auch nicht mehr schönreden. Aber können wir denn jetzt einfach irgendwie hier weitermachen? Also da kam ich dann irgendwie her. Ach, war einfach weiter. Moment, was? Weiter hoch? Einfach weiter. Ach so, bin ich denn immer abgestiegen, ja? Okay, ja. Ja. Ja, okay. Oder? Ich weiß nicht. Ich habe Angst. Ich habe Angst, dass wieder irgendwas schief geht. Wo fährst du hin? Hier waren wir noch nicht. Wenn du jetzt umkippst, ne? Ja, aber nee, Moment, dann. Was? Dann bin ich doch jetzt wieder. Checkt ihr das, Muss ich jetzt schon wieder rausgehen? Er fährt jetzt wieder zurück. Ja. Und dann bin ich wieder hier unten. Das ist ja. Das ist ja wirklich faszinierend. Genau. Ich versuche doch nochmal das Ding, aber das ist ja. So viel Animation für nichts. Kannst du bitte. Dankeschön. Ich weiß nicht, was der von mir will.
Ja, ich werde die Folge. Ups. Nein, scheiß mal auf den Dialog. Ich höre jetzt hier einfach auf. Ja. Guck wieder nach. Bye bye.